weiß ja nie, was uns erwartet an der nächsten Hauptqueststelle. Ja, stimmt, da besteht Ähnlichkeit in der Ausdrucksweise. Hello, Chuck. The time has finally come to catch that poacher's boat you spoke of. Oh, now he wants to catch the boat. Thought you FBI boys don't chase down boats. Ain't that what you said? Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our country, right? You're exactly right, Chuck. I discovered that boat does contain perpetrators who are potentially capable of overthrowing our country. Perpetrators who are deeply connected to a new drug called San Rouge. And you expect me to help you? Yes, I need your help. I see you got the balls to match just how big a goddamn prick you are. Poachers can fuck with my form all they want, but the moment drugs get involved, all of a sudden you're raring to go. Guess what? I don't give a shit. I can't solve this case without your help, Chuck. If you're angry about how I acted earlier, then please allow me to apologize. I don't want no apology. Then how can I get you to trust me? You really don't know when to shut up, do you? As you can see, I'm busy here. So if you're done harassing me, then, Chuck, that was amazing. Absolutely incredible, fantastic. How did you do that? Thanks. I don't know. The answer lies in his physical advantage. That's it, Zach. Your stance when you toss makes all the difference. I can't get over how beautiful his stance was. Just what am I missing? Wirft er jetzt gerade Steine an Land oder was genau macht er gerade? Jetzt macht er gar nichts mehr. Okay. You like skipping stones? You know, I always trust a man who knows how to skip good. See, the key to skipping is how close your arm is to the water when you throw. You also need accurate speed, an accurate wrist snap, and accurate timing when you let go. That's why short folk who stay low to the ground and keep a low profile like me can skip better. And that's how I reckon I can trust a man who knows what skipping's all about. Got it? Then I'll lend you my boat. Jetzt habe ich es weggeklickt, aber ich glaube, wir müssen irgendwie ganz viele Punkte beim Steinskippen machen. Okay, ich muss mal schnell das Fenster zumachen, wegen Mücken. So. Also, was müssen wir jetzt machen? Lass beim Steinhüpfmeister mindestens 5-mal springen. Ja, das ist super easy. Okay, das schaffen wir. Stimmt, Katze. Das schaffen wir. Hot damn! Woo-wee! Aber sowas von. You're a natural. That was flawless skipping, all right. Ich habe am Wochenende sehr viel Steine geskippt. Ich habe die maximale Punktzahl, die man beim Steineskippen sammeln kann, gesammelt, damit ich die beste Belohnung kriege. Und jetzt müssen wir nie wieder Stein skippen. Dachte ich, bis dann plötzlich die Quest hier kam. Naja. Was waren mehr als 8 Hüpfer nicht möglich aufgrund der Physik? Es waren doch 11. Really? Oh yeah, you got talent, boy. And you're humble, too. Well, I did have a great teacher. That's what helped me to stay low. Yep, that's the key.
Gotta keep low profile. Folks can learn a lot about life from stone skipping. Feller's gotta stay humble. Keep himself from getting all arrogant. Know what I mean? Okay, maestro, I trust you now. I'll take you into the swamp or wherever the hell else you wanna go. Ach so, du meinst jetzt in der Realität. Ach, das weiß ich nicht. Das kann schon sein. Keine Ahnung. Hey, Hyperion, hallo. Wie geht's? Wanna shove off now? Los geht's. Gotta make hay while the sun shines. Let's head over to my boat. Follow me, maestro. Okay, dann los. Steine hüpfen ist wie das Leben. Manchmal klappt's perfekt und manchmal läuft's einfach beschissen. Selbst wenn du glaubst, du hast perfekt geworfen, kann dir dein Glück jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wenn du aufhörst, es zu versuchen, ist alles vorbei. Du hörst auf, dich zu verbessern. Du machst die Tür zu und das war's. Was hinter der Tür ist? Katze? Okay. Was hinter der Tür ist? Mehr Türen. Neue Türen. So ist es doch im Leben, oder nicht? Ja, aber ich würde jetzt gern mit dir Boot fahren. Erzähl mir hier nicht irgendwas von Türen. Ach so, ich gehe zum Boot. Hallo, Carter. We gotta go round a bit to get to your boathouse. It ain't the safest route out there, so just be ready. Ah, muss ich schießen? Okay, Carter, dann musst du jetzt, genau, hinlegen ist gut. Machen wir die Catcam wieder an. Na, 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 na. Catcam! Oh nein, jetzt geht er schon. Das ist eine kurze Catcam. Willst du nicht noch hier bleiben, Carter? Er ist unentschlossen. Ich glaube, ich muss ihn einfach jetzt streicheln hier. Sonst geht er nicht mehr. Also sonst hört er nicht auf. Zach, this is exhilarating. It's like an amusement park ride, only better. Okay, ich muss jetzt echt, Carter, ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt hier schießen. This is yet another reminder about just how vast and varied our homeland of America is. Du kannst hier bleiben, aber ich kann dich nicht streicheln. Carter, hilft nix. Er ist so ein doofer Carter. Ja, ja. Okay, Achtung, jetzt aber. Warum muss ich gleich nochmal auf Zielscheiben schießen auf dem Weg? Warum nicht, oder? Kater! Das ist ja echt der Ultra-Schwierigkeitsgrad gerade. Mit einem Kater, der auf mir rumturnt. Okay. Puh. Ah, come on. Was ist denn hier los? Ich musste gerade nachladen, deswegen konnte ich nicht auf die 3 schießen. Aber der Schwierigkeitsgrad ist schon echt hart gerade. Das gibt Bonuspunkte mit der Magnum, die Krokodile abwehren. Also mit der Betäubungsmagnum natürlich nur. Na, lad doch schneller nach, Mensch. Aha. Whoa, whoa.
Ah, nein. Nein. Furchtbar. Hier wäre Bewegungssteuerung schon echt super. Aber ich glaube, eigentlich ist es egal. Ich fahre gerade eigentlich zu einem wichtigen Tatort. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Zielscheiben schieße. Okay. Wie fandest du eigentlich die Direct gestern? Die Nintendo Direct? Naja, es war ja im Vornherein klar, dass nur schon bekannte Titel und nur von Drittanbietern vorgestellt werden. Ich habe nicht viel erwartet und wurde deswegen auch nicht enttäuscht. Das Shin Megami Tensei 3 und 5 für die Switch kommt, ist ziemlich cool sogar. Das war Gold? Ja, wegen den Krokodilen. Die Krokodile bringen die Punkte. Der Sumpf aus Majora's Mask, ja, das stimmt. Das ist ganz ähnlich. Nur, dass bei Majora's Mask die Steuerung besser war, glaube ich. Thanks, Chuck! Hey, you hear that wind howling? Nee. That there's a storm coming. You better watch yourself out there. You hear? Jetzt ist der Kater schnell hierher gekommen, hat überall seine Katzenhaare verteilt und jetzt geht er wieder. Typisch. Oh yeah. And folks don't usually come round this end too much. So be careful. You got a weapon? Just give me a holler if you need me to come get you. I do always trust a good skipper from the bottom of my heart. I appreciate all your help. So, ich denke, jetzt geht's wahrscheinlich gleich in den dritten Dungeon. Ja, genau, leider erst Anfang nächstes Jahr beide, aber trotzdem cool. Das ist überhaupt, also das ist, ja. Oh, da geht's schon los. Leider haben sich ja die Twitter-Accounts. Zach, a deadly premonition. Name drop. How do you feel about this one? Honestly, I'm torn. I know the truth that awaits us here isn't one we want to accept. But we have to keep marching ahead. We're FBI special agents, remember? The United States Department of Justice has authorized us to deliver justice in their name. You know, sometimes I get to thinking, why did I ever decide to work in the justice sector? Naja, der F-Zero Twitter-Account von Nintendo hat sich ja jetzt leider als Fake rausgestellt. War ein sehr guter Fake, aber halt ein Fake. Die E-Mail-Adresse war sehr gut gefaked. Schade. Ah, falsche Waffe. Wartet mal. So. Neues F-Zero wäre einfach der Traum, Mensch. Aber ich werde nie eins kriegen. Ich habe mich damit abgefunden. Es wird nie wieder eine F-Zero geben. Nie wieder. Okay, ich hoffe, ich muss nicht alle Gegner töten. Super, der kann jetzt seine Monster spawnen, ist aber unsterblich. Für mich. Sehr nett. Ich gehe einfach. Ich laufe einfach weg. Wenn der Mörder sagt, du kannst nie weglaufen, dann ist wahrscheinlich die beste Idee, einfach wegzulaufen. Ganz genau. Boy. Oder so. Ich glaube, ich laufe in eine Sackgasse.
Da soll's angeblich lang gehen, irgendwie, laut Map. Ah, curse. Nee, das ist nicht. Jetzt habe ich überhaupt keine Orientierung mehr. Ah, warte mal, da ist ein Symbol. Ah, ich habe sogar einen Missionsmarker. Naja, dann. Ich glaube, wir werden irgendwie verfolgt. Nee, das ist eine Sackgasse. Genau. Kein Drop, schade. Okay, ich glaube, wir sind gleich da. Ja, das Hausboot. Na, da bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Dungeon. Ich meine, das war jetzt nicht wirklich Zack, Dungeon. We've reached the final stage. Das große Finale, wirklich? Are you prepared for the truth? Das sagt er schon zum dritten Mal, dass das das große Finale ist. Also, ich glaube ihm gar nichts mehr. Ich hoffe aber auch auf Persona 5 Scramble. Das Scramble interessiert mich leider nicht wirklich. Persona 5 würde mich eher interessieren. Eigentlich nicht für mich. Ich habe es auf der PS4 schon gespielt. Aber meine Schwester, die auch eine Switch hat und keine PS4. Für die würde ich mir wünschen, dass Persona 5 auch für die Switch kommt. Weil das ist schon ein echt cooles Spiel, das ihr, glaube ich, gefallen könnte.